Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht weiter mit der RS4 Limo. Motor ist wieder draußen. Turbolader waren bei TTE, haben wir schon wieder zurück. Das heißt, können wir jetzt wieder anbauen, aber wir haben immer noch das Problem mit der Ölerei. Ich hoffe, wir finden das Problem in diesem Video. Wenn nicht, müssen wir auf jeden Fall einiges zerlegen. Was wir auf jeden Fall noch machen, ist unten die Ölwanne abbauen. Deswegen ist der Motor eigentlich auch raus, weil vorher waren wir ja mit dem Rücklauf der Turbolader von unten in die Pumpe gegangen. Hier sieht man die beiden Anschlüsse. Das war quasi der Rücklauf und wir haben die Lader abgesaugt, was an sich jetzt erstmal auch gar nicht schlecht war, weil, wie wir festgestellt haben, waren die Lader nicht kaputt, sondern es war einwandfrei. Das heißt, wir könnten das so lassen, machen wir aber nicht, sondern besser ist es, wir saugen aus der Ölwanne. Das heißt, wir müssen irgendwie den Rücklauf an die Ölwanne bringen, dass das Öl einfach in die Wanne läuft und dort wird es von der Pumpe abgesaugt. Sollte aber kein Problem sein, ist nur ein Beigehen, das heißt einmal die Wanne nochmal ab. Dann ist die alles und große entscheidende Frage, wo kommt die Ölerei her? Das Krasse ist einfach, es sind beide Seiten so gleichmäßig ölig, wenn ich hier so reinfasse oder wenn ich mir die Schellen angucke oder wenn man auch die Gehäuse angeguckt hat, ich kann mir nicht vorstellen, also es muss irgendwas Gleichmäßiges sein. Wenn jetzt als Beispiel ein Kolbenring kaputt wäre, dann wäre nur eine Seite ölig. Wenn es ist überall, also es ist jeder Zylinder und alles gleich, das heißt, es muss irgendwas sein, was sich auf alles verteilt. Deswegen bin ich der Meinung, oder wir, letzter Versuch, also letzte Sache, natürlich hätte man direkt einfach wieder alles zerlegen können, aber wollen wir nicht, haben wir ja noch genug andere Projekte, ist jetzt auch nicht so eilig, also für mich ist es nicht eilig, ich habe alle Zeit der Welt mit dem Auto, deswegen gehen wir das stückchenweise durch, solange es noch Spaß macht und aktuell macht dieses Projekt wirklich noch brutal Spaß, gerade in kleinen Schritten, wenn man alles immer wieder weiter optimiert und perfekt baut. Auf jeden Fall, lange Rede, wir wollen die Nockenwellen rausbauen und gucken, was mit Ventilschaftdichtung ist. Weil es kann nämlich sein, dass die Nockenwellen so krass sind und sie sind wirklich krass. Man sieht das zum Beispiel hieran, wie wenig Platz hier nur noch ist zwischen Nocken und Lagerdeckel. Ich drehe mal ein bisschen weiter, dann sieht man das noch krasser. Es sieht sogar schon, es sieht sogar aus, als wenn es schon gegenkommt. Das wiederum heißt, wenn dieser Abstand hier so wenig ist, heißt das logischerweise, dass der Abstand nach unten zu den Schaftdichtungen auch so wenig ist. Das heißt, es kann tatsächlich passieren, dass der Hub so viel geworden ist, dass die Ventilschaftdichtung jedes Mal beim Durchdrehen klein massiert wurde. Jetzt sind alle 30 Ventilschaftdichtungen im Arsch und deswegen kann gleichmäßig das Öl in den Motor. So die These, die wir heute kontrollieren. Außerdem, erinnert euch, wir blenden es nochmal ein, der Zahnriemen war so am Eiern beim ersten Mal laufen lassen. Ich glaube, ich habe auch dort den Fehler gefunden. Und zwar, auch jetzt sieht man es gerade wieder, egal wann ich zum Auto komme, der Zahnriemen hat zu wenig Vorspannung. Das liegt, glaube ich, daran, dass die Ventilfedern so viel Saft haben, dass egal wie man den Motor stehen lässt, die Ventilfedern sind stärker als der Spanner. Das heißt, über die Ventilfedern wollen sich die Nockenwellen zurückdrücken oder vordrücken und damit geht der Spanner hier immer wieder zurück. Weil wenn ihr jetzt gerade mal drauf guckt, seht ihr, dieser Hebel lenkt die Spannrolle um und spannt sie weiter vor. Und wenn ich jetzt hier mal meinen Schraubenschlüssel dran mache, guckt euch mal an, wie weit ich den Zahnriemen gerade noch vorspannen kann. So, und ab hier ist Anschlag, weiter geht nicht. Ich habe aber natürlich den Zahnriemen schon vorgespannt. Das heißt, vor, ich sage 10 Minuten habe ich genau das gleiche gemacht. Jetzt, wo wir angefangen haben zu filmen, ist die Vorspannung schon wieder raus. Deswegen gab es Post aus Österreich. Vielen Dank an Andreas, The Tuner. Die haben nämlich einen Umbausatz auf mechanischen Spanner. Das heißt, dieser Hydrospanner fällt raus und wir machen einfach nur einen mechanischen rein, den man einmal einstellt, wie bei den ganzen alten Motoren. Und dann ist die Vorspannung auf dem Zahnriemen zum Glück immer gleich. Und dieses Problem sollte erstmal weg sein. Ich glaube nicht, dass der eiernde Zahnriemen nur von der Vorspannung kam, aber diese Vorspannung ist auf jeden Fall ein Problem, welches wir in den Griff bekommen müssen, weil das kann ganz böse enden. Das kann so schlimm sein, dass wir irgendwann mal den Motor starten und der Zahnriemen überspringt, weil er zu wenig Vorspannung hat. Das kann auf Drehzahl schlecht sein. Es kann auf jeden Fall einen riesen Ventilsalat geben, den wir definitiv haben wollen, deswegen bauen wir das um. Meine Prognose ist, hat Andi mir auch gesagt, dass die Generation von diesen Gates-Zahnriemen, wo hier dieses RPM noch draufsteht, scheiße ist und der Riemen kacke ist und es deswegen eiert. Sorry für diese Ausdrücke, aber es ist einfach nervig, einen neuen Zahnriemen aus dem Regal zu nehmen und der eiert. Weil die Räder hier sind neu,
die können wir jetzt auch nicht irgendwie messen, weil selbst wenn wir jetzt mit einer Uhr drauf gehen würde, würde die Uhr ja Zahn in Zahn fahren. Ich weiß aber, die Räder hat Guido gemacht, die laufen perfekt. Das Rad da unten ist auch neu. Das heißt, es kann eigentlich nur der Riemen sein. Das heißt, in dem Fall stecken wir einfach einen neuen Riemen drauf, spannen den mechanisch und hoffen, dass dann alles passt. Jetzt drehe ich als allererstes mal die 6 Kerzen aus. So, wie sehen Sie nichts. Sieht einfach nur neu aus. Hm. Auch hier ist, weil bei der Menge, wie das Ding geölt hat, würde jeder jetzt denken, Alter, da muss doch die Kerze ölig sein. Wir drehen mal die anderen raus und gucken mal, wie das aussieht. Ja, also man sieht minimal auf diesen beiden Zylindern, dass es ein bisschen brauner ist, was auf einen Ölverbrauch hindeuten kann. Aber es ist bei denen hier genauso. Also es ist jetzt nicht so, dass hier gar nichts ist. Das kann eigentlich vollkommen einfach, ja, weiß nicht. Also wichtig ist, sie sind alle furztrocken. Da ist überall kein Ölfilm drauf. Ja, also auch an den Kerzen sehen wir leider nichts. So, nun habe ich schon, bevor wir alles zerlegen, natürlich noch mal einmal das Ventilspiegel gemessen. Weil, wenn wir jetzt einmal wieder die Nockenwellen rausnehmen, und das müssen wir, um an die Ventilschaftdichtung zu kommen, können wir gleich das Ventilspiegel nochmal wieder einstellen. Fahrerseite, Beifahrerseite. Ich liebe diese Pappkartons, kann ich jedem nur empfehlen. Ganz wichtig ist, sobald das gemacht habt, ein Foto von machen. Pappkarton kann ratzfatz wegkommen, dann habt ihr für die Ewigkeit die Daten. Ihr seht, das Ventilspiel ist schon mal nicht schlecht. Einlass, Auslass, 22, 25, 30. Wir reden hier von Hundertstel, also 0,22 mm Spiel. 22, 25, 30 ist ein bisschen zu viel. 32 ist auch zu viel, das heißt, hier würden wir 5 weniger reinmachen. Auslassseitig 35, 38, 35, 32, ein bisschen wenig. Das heißt, auch hier werden wir jetzt einfach wieder nach dem Zerlegen in 5er Schritten wieder an das Ventilspiel rangehen, was wir eigentlich haben wollen. Weil jedes Mal zum Ventilspiel ändern, müssen wir Nockenwellen ein- und ausbauen, was nicht so viel Spaß macht. Deswegen habe ich einmal durchgemessen, dass wir jetzt gleich, auch wenn wir alles raus haben, dort messen können. Ja, okay. Sonst geil, macht richtig Bock, an dem Ding zu schrauben. Wir kommen dem Ergebnis näher, aber jetzt müssen leider noch mal einmal Nockenwellen raus, damit wir uns Ventilschaftdichtung angucken können. Ich hatte gehofft, man sieht ein bisschen was, aber man sieht wirklich gar nichts. Das ist so, also wir werden nicht nur Nockenwellen ausbauen müssen, sondern müssen auch noch die ganzen Tassen rausnehmen, müssen vorsichtig die Caps abnehmen, dass wir wissen, welches Cap wo war. Und dann müssen wir wieder Druckluft auf den Zylinder machen und müssen dann mit dem Hebel die Feder rausnehmen und sehen dann die Schaftdichtung und hoffen, dass wir dann was sehen. Mit Pech sehen wir auch nichts, dann ist Kacke. Also wenn wir da auch jetzt nichts sehen, dann bleibt echt nur noch die Variante Köpfe runter vom Motor und einfach gucken, wo es herkommt. Viele hatten auch eine gute Idee, den Motor mal einmal ohne Turbos laufen zu lassen, ob die Ölerei dann immer noch ist. Geht natürlich, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Also ich glaube einfach nicht, dass so gleichmäßig aus zwei Turboladern, an denen man nichts gesehen hat, also wirklich gar nichts, das Öl rauskommen kann. Weil wir hatten die bei TTE auf dem Prüfstand, haben Öldruck drauf gemacht, haben sogar die Welle stehen lassen. Das heißt, selbst wenn die Welle gestanden hat, haben die Lader, ich glaube, 8 bar Öldruck abgekonnt. Ohne dass das Öl rauskommt, ist es eigentlich ausgeschlossen. Es tut mir auch leid, dass dieser Leidensweg in Anführungsstrichen so hoch ist. An der Stelle will ich einfach nochmal sagen, es ist für mich kein Leidensweg, sondern ich liebe diese Schrauberei, ich finde das cool. Für mich ist es so cooler, als wenn das Ding kaputt geht und wir dann schrauben müssen. Aber wir wollen es ja wirklich vernünftig machen, deswegen müssen wir uns da Stück für Stück jetzt durchkämpfen. Okay, ja, dann nehme ich mal Nockenwellen raus, Zahnen runter und weiter geht's. Ihr werdet nicht glauben, was passiert ist. Ich bin heilfroh, dass ich das Gerät zerlegt habe. Weil ich habe euch eben gerade noch diesen Hebel gezeigt. So sieht er eigentlich aus. Ah, perfekt. So ist er rausgefallen. Das ist übrigens auch ein Gates-Hebel, passend zu dem Zahnriemen. Also ich weiß nicht, was mir da angequatscht, aufgequatscht wurde. Weil ich verstehe auch diesen Hebel gar nicht. Weil es sieht aus, als wenn hier was eingegossen ist. Ich weiß es wirklich nicht. Hier ist alles voller Luftlunker. Wahnsinn. Beim Arbeit hatten wir neulich was Ähnliches. Da ist eine Zubehörradnabe einfach durchgebrochen. Ich war sonst immer jemand, der Zubehörteile verteidigt hat. Aber das hier ist nicht gut. Weil das wäre im Betrieb garantiert gebrochen. Vorspannung, Zahnriemen gleich null. Bumm, alles im Arsch. Mit Pech sogar Ventilabriss, Ventil durch den Motor und einmal so richtig Ventilsalat und einmal so richtig alles Schrott. Das heißt, hier nehmen wir auf jeden Fall in Zukunft nur noch Originalteile. Muss ich leider sagen. Das hat mich jetzt wirklich... Okay, immerhin hast du es vorher jetzt gemerkt. Ne? Ja, also alleine dafür hat sich dieses Video schon gelohnt, weil das ist wirklich... keine Ahnung. Ob es jetzt damit zusammenhängt, dass der Riemen so geeiert ist, weiß ich nicht. Fakt ist,
Ich denke mal, bei 8.000, 9.000 Umdrehungen ist da nochmal ganz was anderes los auf dem Zahnriemen. Deswegen ist wäre eh kaputt gegangen. Aber das ist halt wirklich, das ist wirklich Vollbaustelle. Ja, egal, okay. Also da kann ich euch nur empfehlen, Spannrolle samt Umlenkhebel lieber original nehmen. Nächster Punkt, wir haben einen Zylinder schon mal freigemacht und stellen fest, dass das leider in Ordnung aussieht. Wenn du hier so reinfilmst, Nico, siehst du dort dieses blaue Teilchen, das ist die Schaftdichtung. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass man beim Zerlegen irgendwie sieht, dass es da eine Kollision gab. Das heißt, dass der Ventilteller von oben die ganze Zeit gegenmassiert wurde. Ist aber leider nicht der Fall. Das heißt, ich sehe so einwandfrei die Schrift hier drauf und auch diese Feder, die um die Schaftdichtung ist, die ist da wirklich nur so drauf gerollt. Wenn da irgendwas gegenkommen würde, würde definitiv die Feder weggehen. Tut es aber nicht. Einlassseitig genau das Gleiche. Also auch einlassseitig sieht das definitiv einwandfreier aus. Wir können jetzt nur eine Sache mal zur Sicherheit machen. Das hätte man noch mal vorher machen können. Wir können mal, so gut es geht, versuchen zu messen, wie viel Platz da eigentlich ist. Wir fangen mal einlassseitig an. Es geht darum, dass dieser Federteller von der Nocke so tief reingedrückt wird, dass dieses Ding gegen die Schaftdichtung kommt. Das sind 8 mm. Jetzt wird Marius sagen, das erste Mal, dass er mich sieht, den Tiefmesser zu benutzen. 8 plus 2,5 sind 10,5. Jetzt müssen wir das Ventil ganz rausziehen und messen den Abstand bis auf die Schaftdichtung. So, Ventil ist ganz außen. 29,6. Ich habe gerade gesagt, 10,5 haben wir Oberkante bis Feder. 29,5, 10,5 abziehen sind 19 mm, die der Teller hat. 19 mm Hub auf der Einlassseite. Aber wir haben mal ganz weit vorne. Machen wir mal eine Kontrollmessung. Das heißt, das können wir somit komplett ausschließen, weil wir haben auf der Einlassseite, ich sage jetzt mal vorsichtig, 11 mm Hub. Das heißt, 11 mm geht der Teller runter. Das heißt, es bleiben immer noch 8 mm. Das heißt, auf der Einlassseite ist auf jeden Fall schon mal ausgeschlossen, dass wir dagegen kommen. Jetzt machen wir das Ganze einfach auf der Auslassseite. 7. Wir haben einen Überstand von 3. Das sind 10. Und das Ventil guckt. Hier haben wir jetzt sogar ein bisschen mehr Platz, also es wird deutlich angenehmer. 25. Das heißt, auf der Auslassseite ist es deutlich knapper. Da haben wir 25,5 minus 10 wären immerhin 15,5 mm Hub. 15,5, wir fahren aber auf der Auslassseite vielleicht 13, 12,5 sind eigentlich auch noch 3 mm Platz. Einfach mal zur Sicherheit messen wir auslassseitig mal kurz den Hub. Haben sogar nur 12 mm Hub. Das heißt, da sind 3 mm zwischen. Ja, das heißt, da sind 3 mm Platz zwischen. Das können unmöglich leider die Schaftdichtung sein. Der Teller sitzt da so drauf, die Feder ist vom Durchmesser her größer. Gerade auslassseitig. Auf beiden Seiten ist die Feder vom Innendurchmesser größer. Also die steckt logischerweise über dem Dings drüber. Nee. Das kann es definitiv nicht sein. Ja, so langsam gehen mir echt die Ideen aus. Muss irgendwas mit der Trockensumpf zu tun haben. Wir müssen nochmal drüber nachdenken, was wir mit dieser Trockensumpf eigentlich machen. Dass der Motor voll mit Öl steht, ist ausgeschlossen. Als ich jetzt gerade wieder zerlegt habe, die Wanne war komplett leer. Das ist es nicht. Es muss irgendwas zu tun haben mit Unterdruck im System. Einzige, was ich mir noch irgendwie erklären kann, was wir halt mal testen müssen, dafür muss ich alles wieder zusammenbauen, ist, ich habe zwischenzeitlich bekommen von Marcel bzw. Basti noch diesen flachen Öleinfülldeckel. Hier. Als ich ihn das erste Mal laufen lassen, hatte ich keinen Öldeckel. Das heißt, der war offen. Hier hinten habe ich die Entlüftung zugemacht. Das heißt, das einzige Problem, was ich mir zur Sekunde noch erklären könnte, wäre, dass wir, da wir die Entlüftung komplett zugemacht haben, uns da irgendwo einen Fehler reinholen. Aber wie? Wir können ja mal zusammen drüber nachdenken. Entlüftung komplett zu. Das heißt, die Ölpumpe saugt, 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 saugt von unten immer das Öl ab. Ah. Kolbenringe. Also normalerweise saugt die Ölpumpe an den Kolben in dem Fall. Jetzt kann es aber natürlich sein, dass in dem Lastzustand, also in dem Moment, wo der Kolben oben oder unten steht und sich nicht bewegt, ist der ja nie 100% dicht. Das heißt nicht, dass der an dem Kolben vorbei in den Brennraum auch einen Unterdruck zieht, weil das können die Schaftdichtung natürlich nicht. Dann könnte ich mir vorstellen, dass er dann durch den Brennraum, durch den Kanal Öl in den Auslasskanal zieht. Als Beispiel. Dass er darüber den Unterdruck zieht und das Öl an den Schaftdichtungen vorbeizieht. Ich habe leider so ein bisschen Bauchschmerzen, diesen ganzen Motor jetzt zu zerlegen, dafür, dass wir nichts finden werden.
Weil alle Personen, die an diesem Motor waren, sind eigentlich so gut auf ihrem Gebiet, dass ich einfach nicht glaube, dass die einen Fehler eingebaut haben. Dass wir das jetzt hier gemacht haben, ist trotzdem gut, weil wir können jetzt final das Ventilspiel einstellen. Ich bin eigentlich ganz froh auch, dass das nicht das Problem ist, weil das Problem wäre auch ein größeres gewesen, weil wir hätten alles zerlegen müssen und hätten auf der Maschine die Ventilschäfte tiefer setzen müssen. Das heißt, Köpfe runter, alles sauber machen und so weiter. Ich glaube ehrlich gesagt fast, wir müssen Folgendes machen. Final einbauen, irgendwie einen Auspuff drunter bauen. Jetzt, wo wir im Titan-Game ein bisschen sind, ist es, glaube ich, eh ganz geil, vielleicht da so ein Titan nochmal was zu frickeln. Und dann einfach fahren, gucken, machen, tun. Nicht, dass es nur mal einen Moment gab, wo er das Öl da reingedrückt hat und es einfach so lange dauert, bis das komplett verbrennt, weil jeder, der schon mal einen Turboladerschaden hatte, weiß, dass das nicht in 5 Sekunden danach wieder weg ist, sondern so ein Auto gerne mal eine Viertelstunde lang auf Autobahn bläut. Ne? Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Kurz und knapp. Fakt ist, die Schaftdichtungen sind heile. Auch das Ventilspiel, ich habe gerade dreimal gewackelt. Auch das Ventil hat in der Führung kein Spiel, das sitzt da bombenmäßig drin. Alles top, alles gut, alles richtig von NG. De Bilas Wellen vernünftig ausgelegt, ist auch keine Baustelle. Kein Plan. Es geht weiter hier, wir wollen fahren. Wir wollen zumindest erstmal auf den Prüfstand. Es bringt aber jetzt auch nichts, den Motor bei Olaf so auf den Prüfstand zu stellen, weil erst muss die Ölerei weg. Erst muss die Ölerei weg und dann können wir uns da rantasten. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.